Von ganz vielen Menschen haben wir aufgeladen gekriegt, hier von Niedersachsen aus soll das Signal ausgehen, die Ära Kohl ist zu Ende. Nein, ich habe gar nichts verloren. Aber das wissen Sie. Es ging ganz offensichtlich um andere Fragen. Das Land Niedersachsen ist dabei. Die Konsequenzen für uns sind ganz klar. Der Kanzlerkandidat der SPD steht jetzt fest. Das heißt, wir werden uns mit ihm und mit seiner Politik auseinanderzusetzen haben. Wir werden diese Wahl schlagen, in der klaren Überzeugung, dass wir eine gute Chance haben, dass wir kämpfen müssen und dass wir alles tun, um mit allen Kräften zusammen Rot-Grün zu verhindern. Ich bin fest entschlossen, diesen Weg zu gehen. Schicksalsfragen der Deutschen für die vor uns liegenden Jahrzehnte, für das jetzt bald beginnende Jahrhundert. Und ich bin auch ganz. Er wird seine Macht nicht abgeben, er will schon nochmal antreten. Aber ob er sollte, ist eine andere Frage. Wandel tut Not in der Republik. Da müssten mal ganz andere Köpfe an der Regierung, aber nicht die zwei. Herr Schröder, ein neues Bonn-Gefühl. Was ist das, ein neues Bonn-Gefühl für Sie? Herr Schröder. Noch Menschen auf der Leiter. Deutlich gemacht, dass es uns um Innovationen geht. Auch auf der Grundlage dieses Wahlergebnisses habe ich in Absprache mit Herrn Schröder ihn zum Kanzlerkandidaten der SPD vorgeschlagen. Das Präsidium ist diesem Vorschlag einstimmig gefolgt. Der Vorstand hat in geheimer Abstimmung bei 3 Enthaltungen ebenfalls diesen Vorschlag bestätigt. Wir auch Wert. Und ich gehe mal davon aus, die... Helmut Kohl hat sich in Niedersachsen sehr engagiert. Er hat wiederholt deutlich gemacht, dass es sein persönliches Ziel sei, wie er es beliebt zu nennen, den Sozis eins überzuziehen. Das ist ja eine Formulierung, die in vielfältiger Form bei ihm auftaucht. Nun hat er sich selber eins übergezogen.